Shinto-Schrein Autor D. Selzang kennt sie als Shinto-Schrein wird im Deutschen allgemein eine religiöse Stätte des Shinto, im engeren Sinn des Shrines Shinto bezeichnet. Im Japanischen wird üblicherweise seit 1882, nach einem Gesetz zur Klassifizierung der Shinto-Organisationen, das Wort Jinja verwendet, es gibt jedoch eine Reihe weiterer Bezeichnungen für unterschiedliche Typen von Schreinen, auf die weiter unten eingegangen wird. In Schreinen wird in Form eines Hintari das Mitama entweder eines einzelnen Kami, was sowohl Gott, Gottheit, oder auch Seele bedeuten kann, mehrere Kami oder eines Paares, etwa Mutter und Kind, verehrt. Es gibt eine Vielzahl ganz unterschiedlicher Kami. Einige gehen auf Natur- und Fruchtbarkeitsgötter aus alten Kulten zurück, andere sind im Shinto-buddhistischen Synkretismus. Shinto zu Sugo, zu Kami gewordene Bodhisattvas. Auch die Seelen Verstorbener werden als Kami verehrt. Es gibt in ganz Japan etwa 80.000–100.000 als solche registrierte Shinto-Schreine, die niedrigere Zahl ist eine Angabe der Vereinigung der Shinto-Schreine, die tatsächliche Zahl dürfte aber weit höher liegen, durch Schreine, die sehr klein sind oder nicht mehr aktiv verwaltet werden. Sie finanzieren sich hauptsächlich durch Spenden der ihnen jeweils geografisch zugehörigen Gemeinden. Schreine lassen sich in der japanischen Geschichte schon seit der Herrschaftszeit von Kaiser Jimmu in Japan nachweisen. Die Entstehung der Schreine als eigenständiger Typ religiöser Architektur lässt sich historisch auf drei verschiedene Grundformen zurückführen, sehr frühe Formen des Shinto bzw. der ältesten Religionen in Japan verehrten Kami bzw. Gottheiten in ihren natürlichen Wohnorten, insbesondere in dichten Wäldern und dort in sogenannten Himorogi, Stellen, wo die Bäume dick wachsen. Bestimmte Bäume funktionierten dabei als natürliche Quasi-Schreine, wurden aber über die Generationen hinweg auch vom Menschen künstlich als eben heilige Stellen markiert. Diese ständigen, über bloße Platzierung von geheiligten Steinen, Iwasaka, hinausgehende Markierungen führten schließlich in einem fließenden Übergang zu den tatsächlichen Bauten. Eine weitere Entstehungsform waren die Gräber der japanischen Helden, wo diese verehrt wurden. Das frühe Japan und die damaligen Religionen kannten nicht die erst später sich entwickelnde typische extreme Abneigung gegenüber allen mit dem Tod zusammenhängenden Phänomenen, wie sie im späteren und auch gegenwärtigen Shinto vorherrscht. Schon der Tod des legendären Kami Izanagi no Mikoto führte zur Verehrung seiner ewigen Ruhestätte, dem Kakuri no Miura, Schrein der Toten. Der Ahnenkult, sowohl reale als auch fiktive religiöse Gestalten betreffend, führte somit als eines der ältesten wesentlichen Merkmale des Shinto ebenfalls zur Entwicklung der religiösen Stätten. Ähnlich wie im Buddhismus mit seinen Tempeln, so hat es auch im Shinto Umfunktionierungen von weltlichen Städten, wie Paläste und Residenzen des japanischen Adels, zu religiösen Städten gegeben. Da ein Shinto als Religion, wie er heute oft fälschlicherweise zurückprojiziert wird, vor der Tokugawa-Zeit kaum belegbar ist, war auch die Auffassung von den Schreinen vor jener Zeit eine grundlegend andere. Die Schreine gehörten oft zu buddhistischen Tempeln oder wurden von buddhistischen Priestern oder Yamabusi geführt. Nur wenige Schreine hatten vor dem 11. Jahrhundert schon permanente Priester. Selbst der von den Fujiwara geförderte Kasuga Daisha hatte erst ab 996 einen dort residierenden Priester. Vor der Einführung des Buddhismus sind auch daoistische Elemente in den ältesten Schreinen, wie zum Beispiel dem Isayengo, nachweisbar. Die Schreine dienten als rituelle Orte bei Matsuri-Festen, anfangs besonders auf führende Sitten bezogen, ab der Kamakura-Zeit aber zunehmend auch von normalen Personen auch an Tagen ohne Matsuri besucht. Bedeutsam für die Entwicklung des Schreinwesens war die Möglichkeit, wie buddhistische Tempel steuerfreies Land, Yab, Chun, gespendet zu bekommen. Aus den großen Chun-Schreinen gingen später viele der Hauptschreine von Schreinnetzwerken in der Tokugawa-Zeit hervor, in der auch das Wort Shinto sich entwickelte. Durch die rasanten Veränderungen in der Meiji-Zeit wurde auch das Schreinwesen stark verändert.
Einerseits war der Sintur nun eine Art Nationalreligion und damit wurde er gefördert, andererseits übte der Staat auch Druck auf die Schreine aus. Sie sollten in ein System gepresst werden, das sich stark von ihrer vorherigen lokalen Organisation unterschied. Gesetze wie, dass es pro Dorf nur einen Schrein geben durfte, dass Sintu-Priester an bestimmten staatlichen Institutionen ausgebildet werden sollten und die Etablierung von Schreinen zum Schutz des Landes überall in Japan, siehe Yasukuni-Schrein, übten einen beträchtlichen Einfluss auf das lokale Schreinwesen aus. Schreinanlage eckige Klammer auf bearbeiten eckige Klammer zu Sintu ist eine sehr heterogene Religion ohne zentral schriftlich fixierte und für alle Gläubige verbindliche Gebote. Mit Ausnahme von zentralisierenden Tendenzen im Staats-Sintu ab der Meiji-Restauration bis zur Kapitulation Japans. Daraus resultiert auch im Schrein-Sintu, dass bis auf den Honden keine Bauten als liturgisch vorgeschrieben zu verstehen bzw. in jedem Schrein zu finden wären. Im Folgenden wird daher lediglich ein Überblick über die charakteristischsten und am häufigsten vorkommenden Merkmale der Architektur der Sintu-Schreine gegeben. Schreinzugang, Schreinareale eckige Klammer auf bearbeiten eckige Klammer zu. Toriri am Itsukushima-Schrein. Brücke im Sumirosa-Itaisa. Roman des Isonokami-Jingu. Obwohl alle Bereiche des Schreins, Kaidaiki, heilig sind, genießen nicht alle denselben Grad der Heiligkeit. Generell steigert sich diese vom Eingang bis zum Allerheiligsten. Die meisten größeren und bekannteren Schreine bestehen aus mindestens zwei Arealen, dem inneren und dem äußeren, wobei die Hauptgebäude, wie Honden und Heiden, siehe unten, im inneren Bereich liegen und der äußere meist nur für touristische Zwecke genutzt wird. Die verschiedenen Abschnitte werden dabei, grob gesprochen, durch drei verschiedene Typen von Bauwerken voneinander abgegrenzt. Der Eingang zu einem Schrein wird ganz charakteristisch durch ein Torii, ein Tor mit zwei Querbalken, markiert. Auch verschiedene Areale innerhalb des Schreins werden mit Torii voneinander abgegrenzt. Normalerweise hat jeder Hauptschrein drei Torii. Für gewöhnlich überqueren Besucher eines Schreins auch ein oder mehrere Brücken, Hasi oder Sinkkyo, bevor der eigentliche Teil des Schreins, Honsha, erreicht wird. Maßgeblich dabei ist die Idee, dass das Wasser als reinigende Kraft wirkt und Besucher bei der Überquerung den unreinen Teil ihres Selbst zurücklassen. Manche dieser Brücken sind monumentale Bauwerke. Viele von ihnen sind so gebaut, dass es schwierig ist, sie überhaupt zu überqueren. Manchmal findet sich in ihrer Nähe auch ein kleiner Schrein für die Harainokami, die Götter der Reinigung. Die Shinmon. Göttertore, sind Tore in Reihen von Zäunen, Tamagaki, für gewöhnlich zwei oder drei, manchmal auch mehr, pro Schrein. Manche dieser Tore sind recht gewöhnlich, andere wiederum so monumental wie die Hauptgebäude selbst. Die Shinmu teilen sich wiederum in sechs grobe Typen auf, Orumon. Turmtore, ist ein allgemeiner Begriff, der auch für besondere Tore reserviert werden kann. Manchmal sind dies zweistöckige kleine Türme, die früher den kaiserlichen Boten vorbehalten waren. Osomon bezeichnet zumeist das Tor, das durch den zweiten Tamagaki führt, kann aber auch die äußeren Tore bezeichnen. Oyotsu das Himon haben vier, Yotsu, Pfeiler, Asri, zur Unterstützung der Hauptpfeiler, von denen das eigentliche Tor hängt. Oyatesu das Himon haben acht, Yatsu, Pfeiler. Meist aus quadratisch geschnittenem Holz, zur Unterstützung der vier Hauptpfeiler, meist aus rundgeschnittenem Holz. Okaramun sind Tore im chinesischen, Kara, Stil mit Giebeln links, rechts, vorne und hinten. Dieser Stil kam in der Kamakura-Zeit auf.